Wann kommt es als LP, fragt Lukas. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich kann es dir gar nicht sagen, wann das hier als LP kommt, diese Folge. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben so ungefähr so anderthalb, zwei Monaten, würde ich sagen. Wir haben einen Vorlauf, weil sich, wie gesagt, die Situation bei mir ja ein bisschen ändern wird. Beruflich werde ich mehr eingespannter sein. Darum haben wir ein bisschen im Voraus aufgenommen. Einfach damit ich Spitzen überbrücken kann. Na, das ist bewusst so gemacht. Ich starte Minecraft neu. Ihr seht noch alles schwarz. Wird sich gleich ändern. Ich bitte um ein bisschen Geduld. Und, ja, wie gesagt, wann das genau kommt, kann ich gar nicht sagen. Aber es ist schon bewusst eine Verzögerung da. Oh, es dauert immer so lange. Bei euch ist immer noch schwarz. Bei mir ist auch schwarz. Das dauert immer, weil Forge lädt. Bei mir zeigt der Forge komischerweise nicht an, wenn der was lädt. So, jetzt habe ich Farbe. Jetzt habt ihr Farbe. Wunderbar. Ich hoffe, dass wir jetzt einloggen können und dass wir beim Haus sind. Das wäre mega super geil. Und darf man geil sagen? Ich weiß es gar nicht. Früher war das so verpönt. Ja, initialisieren steht noch bei mir. Ihr seht noch Preparing, glaube ich, steht bei euch. Ich kann es nicht sehen, da ich ja selber hier im Vollbild bin. Aber bei euch steht immer, glaube ich, sowas in der Art. Ja, geht gleich weiter. Geht gleich weiter. Mojang steht bei mir. Dann müsste es bei euch auch natürlich stehen. Und dann dürfte es jetzt endlich wieder vorangehen. Ich kann auch einfach mal... Oh, jetzt habe ich das Spiel minimiert. Sekunde, 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 Sekunde. Das kriegen wir hin. So, da müsste das Bild wieder sein. Welt wird geladen. Sehr schön. Landschaft wird generiert. Lukas sagt, er war da, wo wir noch 400 Abonnenten waren. Ja, das kann sein. Das ging jetzt aber auch so schnell in den letzten drei Monaten, dass man da... Ja, es war schwer für mich, den Überblick zu behalten. Oh, es hat geklappt. Wir sind da, aber warum ist es abgestürzt? Warum bist du abgestürzt, liebes Spiel? Aber es macht nichts. Wir essen mal ein paar Äpfel. Es zuckelt natürlich, weil die Welt jetzt generiert wird. Ich habe aus Versehen den Hammer weggeworfen. Was war das denn? So, ich zeige euch noch ganz kurz die alte Welt und dann würde ich sagen, starten wir durch und bauen mal endlich was. Das ist ja das, warum wir hier sind. Und dann haben wir alles gezeigt und dann können wir immer auf dieses Video in naher Zukunft verweisen und müssen nicht immer Reisen machen. Das Haus werden wir noch sehen. Achso, ich muss ja runtergehen. So, dann gehen wir hier runter. Die Schmiede, das hat schon alles Formen angenommen. Ja, hier haben wir mittlerweile so einen Holzzaun gemacht. Auch das ist super. Also dein Computer... Henna-Tattoos sind das? Ah, okay. Okay, wie gesagt, ich kenne mich da leider nicht aus, Anna, weil ich befasse mich mit Tattoos nicht. Wenn du sie da runterkriegst, ist, dann musst du es für dich selber wissen. Ich würde es trotzdem nicht machen, aber das musst du wissen. Stell dir vor, du reagierst allergisch auf dieses Tattoo und du hast dann Narben davon in diesem Muster. Ich weiß ja nicht, aber wie gesagt, das musst du für dich selber einschätzen. Das stimmt, Zockergirl, da gebe ich dir recht, war nett gemeint. Ja, der Matti ist wieder da. Ja, bei euch verstehe ich es immer nicht. Ihr seid immer weg für zwei Minuten, dann wieder da. Das versuche ich immer zu verstehen. Wenn ihr dann schreibt, bin weg, bin wieder da, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ich weiß, ihr meint das nett, aber ja, ist immer ein bisschen schwierig nachzuvollziehen dann, ja, warum ihr das genau schreibt. So, dann gehen wir hier hoch. Hier geht's zum Portal. Zum Höllenportal. Ab in die Hölle. Ja, also die Anna freut sich auf ihr Tattoo. Naja gut, dann wie gesagt, dann lass dich da tätowieren. Oh, oh, man hört schon den Herzschlag. Die Welt wird geladen. Wir spielen übrigens nicht mehr auf dem Server aktuell. Das, da haben sie die Ladezeiten vielleicht ein bisschen höher. Müssen wir mit leben.
Zockergirl schreibt, moin an alle im Chat. Ich kann mich nur anschließen. Moin moin an alle im Chat oder alle, die vielleicht auch nicht im Chat sind. Muss natürlich auch sagen, gibt ja viele, die nicht schreiben wollen. Das hat aber jetzt gedauert. Was war da denn los? Ja, da hinten hat Philipp ein bisschen gebaut. Das muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Ich zeige euch, wie gesagt, noch einmal hier kurz die Welt, wo wir altklassisch bauen. Das ist schnell getan. Da haben wir einen schönen Leuchtturm und keine Ahnung was alles. Eine Windmühle, die wir dringend neu bauen müssen. Und. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal weiter. Dann würde ich zurückgehen und weiterbauen. So, das ist mein Herzschlag, den ihr hört. Ich habe einen hohen Puls. Gerade sage ich es noch, der Gommel schreibt. Bin kurz weg. Wie gesagt, mit diesen Informationen, liebe Leute, ich kann mit den Infos nichts anfangen, weil ich merke mir eh nicht, was ihr verpasst habt, wenn ihr wiederkommt. Da müsst ihr schon euch selber ein bisschen auf dem Laufenden dann halten. Oft hilft es ja einfach, Boxen trotzdem anlassen, nicht leise machen, dann hört man es ja, wenn man kurz Küche geht, trinken holt oder was auch immer. Oh, du warst 20 Minuten weg, Matti. Oh, da hast du fast die Reise komplett verpasst. Und Essen war er. Dann hoffe ich, dass du satt bist. Malaika ist auch wieder am Start. Wunderschönen guten Morgen. Wie gesagt, die Ladezeiten sind ein bisschen größer, das Spiel ist nicht mehr auf dem Server. Es dauert jetzt einfach wesentlich länger und es geht ja trotzdem, man sieht ja, es dauert nur länger. Spielst du mit Gronkh? Lukas, genau, Gronkh, der ist jetzt gerade, der hat gerade keine Zeit. Das Problem ist, der hat gerade keine Zeit. Der hatte gestern Nacht einen Stream, der ging bis, ich glaube, 3 Uhr, wenn ich mich entsinne. Und darum hat er keine Zeit, am Morgen zu machen. Darum spiele ich jetzt erstmal alleine bei ihm auf dem Server. Nein, Spaß, natürlich ist es Spaß. Nein. Da ist nichts mit Gronkh. Ich hatte noch niemals Kontakt zu den Herren, netten Herren. Ja, wie gesagt, nein, nichts mit Gronkh. Ja, wir gehen hier mal lang. Diese Steine hier müsste ich nochmal einen Weg machen. Da müssen wir mal gucken, wie wir den machen. Den würde ich vielleicht ausnahmsweise mit Karten das machen. In dieser Welt, eigentlich möchte ich in dieser Welt diese ganzen Blöcke vermeiden. Diese Sonderblöcke, die es gibt, die nicht original in Minecraft sind. Wir hatten ja auch einen kleinen Olaf rumlaufen. Olaf war unser Schneemann, aber der Regen hat ihn leider dahin schmelzen lassen. Oh, Shiny Guy ist auch am Start. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, sein Wellbisch lebt, darum kann er gucken. Ja, das ist optimal. Dann soll der sich mal ausruhen. Hier habe ich mein kleines Iglo. Naja, ist doch ein bisschen größer. Und hier haben wir noch ein kleineres, das hat der Philipp gebaut. Ein kleineres Iglo. Und ja, das müssen wir vielleicht auch nochmal beleben. Das müssten wir nochmal beleben. Aber man sieht es auch schon da hinten, der Leuchtturm. Es ist der Leuchtturm. Da können wir mal hingehen und wir können mal ganz kurz wieder Tag machen. In der Nacht seht ihr natürlich immer nicht so viel. Wir könnten auch das Wetter machen, aber das muss nicht. Aber warum regnet es eigentlich in ein Schneebiom? Müsste hier nicht Schnee fallen? Man weiß es nicht genau. Eigentlich müsste Schnee fallen, darum kommt hier auch kein neuer Schnee hin. Weil er nur regnen lässt. Es kommt ja kein Schnee hier. Ich weiß gar nicht warum. Eigentlich müsste es hier schneien, fällt mir gerade auf. Wenn jemand weiß, woran das liegt, bitte mal sagen, dann würde ich das umstellen. Okay, wir gehen mal wieder hoch. Das kriegen wir hin. Ja, dann gehen wir mal kurz auf den Leuchtturm, da habt ihr den auch gesehen. Bei Sauwetter, das ist ja unter Wasser trockener als über Wasser, das muss man ja mal ganz klar sagen. So, die Frage ist, was wollen wir heute bauen? Da könnt ihr gerne schon mal Vorschläge reinhauen, was wir bauen können. Die meisten von euch werden die Welt ja kennen und haut da bitte nicht Sachen irgendwie. Bau ein Schloss, ein Märchenschloss von Mario oder wie hieß die? Prinzessin Daisy war das ja, Prinzessin Daisy oder bau das Disney-Schloss nach oder so. Bitte kommt mit realistischen Dingen. Ich bin nicht der allerbeste Bauer. Das ist übrigens Otto W. Oh, ich hab Hunger. Ich esse mal was. Das ist Otto W. Oben steht es. Der schreibt... Hallo, Zeldron. Ja, dem müssen wir noch einen Text geben. Das ist Otto W. Also Anspielung an Otto Walkes, den Leuchtturmwärter hier. Ja, das war so ausgedacht. Wir gucken mal. Wie gesagt, das ist dann der Leuchtturm. Und da hat man eine schöne Sicht.
bis zum Rand der Karte. Das wird noch Wasser, das lädt sich noch, das dauert noch. Ja, und da kann man hier oben rumgehen. Da sieht man auch die Windmühle und unsere erste Butze. Da gehen wir jetzt nochmal ganz kurz hin und dann würde ich sagen, nehmen wir uns neuen Herausforderungen an. Ja, Malaika hat bis jetzt geschlafen. Ja, okay, nee, ich nicht. Ich bin schon länger wach in der Tat. Hast du jetzt eigentlich mal ein Video gesehen? Fragt Matti. Wenn ich ehrlich bin, nein. Wenn ich zu Hause war, habe ich gestreamt und das war's. Ich bin zu nichts gekommen. Ich muss nochmal gucken. Du hast mir, glaube ich, eine PN geschickt, ne? Ich muss mir das nochmal anschauen. Lieber Matti, da will ich ganz ehrlich sein. Nützt dir nichts, wenn ich dich da veräpple. Ich kam noch nicht dazu. Aber ich werde es mir sicher anschauen. Hier hat es mal einen Brand gegeben, man sieht's. Da ist das weggebrannt, das müssen wir noch reparieren. Und hier unten kommt eine kleine Bibliothek rein. Und diese Bibliothek wird mit euren Geschichten dann irgendwann gefüllt werden. Und jetzt ist, oh, ich schreibe gleich drauf los. Nein, wartet, es wird da Vorgaben für die Geschichte geben. Und ja, dann würden wir eure Geschichten hier verewigen. So, ihr Lieben, bin weg. Ja, okay, Anna, dann einen schönen Tag, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Das ist Klimaerwärmung, deswegen schneit es nicht. Ja, das kann man auch so sehen, Kugi. Ja, okay. Also Zockergirl hat einen längeren Text geschrieben. Habe ich mal gerade überflogen. Ihr Handy ist hier wieder runtergefallen. Darum war ich gerade so ein bisschen schweigsamer. Einfach mal guckt, die Windmühle gefällt mir. Die Erde könnte ich da noch wegnehmen. Das ist nur Klettergerüst gewesen. Sag mal Klettergerüst. Du hast eine nackte Frau geküsst. Hihihi. Ja, Gott. Das sagen kleine Kinder. Vielleicht die sechs sind. Aber, naja, ich kenne es noch aus Kindheit. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir hier eine Mühle, die mega hässlich ist. Hier haben wir probiert mit dem Holz. Hier haben wir ohne. Sie gefällt mir nicht. Ich werde da mal gucken und eine bessere machen. Da werde ich einfach mal klauen. Dreist auf YouTube gucken, wer eine ordentliche Mühle gebaut hat und die klauen wir dann. Das kriegen wir hin. Und Minecreep ist da. Der schreibt, hey, Glückwunsch zu 1000 Abonnenten. Hast du dir verdient? Oder du hast es verdient, hat er geschrieben. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön und herzlich willkommen. Schön, dass du am Start bist am frühen Morgen. Und Malaika ist schon todmüde. Das ist am frühen Morgen, ist 10 Uhr und schon todmüde. Das ist unsere erste Hütte hier. In den Kisten ist nichts wirklich Wichtiges drin. Ja, wie gesagt, wer sagt, boah, was ist das denn? Warum hast du hier so ein eckiges Haus und hast nicht gesehen? In dieser Welt soll nach Möglichkeit nur Altbacken gebaut werden. Das heißt, Karpnerblöcke und so möchte ich hier eigentlich versuchen, so gut es geht, zu verhindern. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt in das Hier und Jetzt, gehen nochmal durchs Portal. Wir könnten uns auch gleich importen, aber hey, wir laufen. In der Zwischenzeit überlege ich, was ich bauen kann. Wie wäre es mit einer Unterwasserkuppel aus Glas? Schreibt The Crazy Crafter. Ja, herzlich willkommen, einen schönen guten Morgen. Könnten wir auch machen. Das könnten wir auch machen, könnten wir hier sogar machen. Ich habe aber nicht genug Glas. Ich müsste tonnenweise Sand farmen. Das ist das Problem. Ich habe leider wirklich nicht genug Glas. Und ich müsste gucken, wie das nochmal war, dass ich unter Wasser nicht gleich sterbe. Das ist ja immer so ein bisschen problematisch. Hört sich aber cool an. Mal gucken, ob wir es machen. Der Stream wird heute länger gehen. Wir sind ja immer ein paar Stunden dabei. Könnten wir auf jeden Fall machen. Wie gesagt, es lädt länger. Ist momentan auf dem PC die Karte. Nicht auf dem Server mehr. Sag mal, Klettergerüst, du hast eine nackte Frau geküsst und Malaika lacht sich schlapp. Ja, ja. Also Zöron, du Dieb. Ja, weil ich mir die Mühle wahrscheinlich klauen will, hat er gesagt, naja, es fällt mir halt nichts ein, wie ich es besser bauen kann. Und dann inspiriert man sich natürlich von anderen. Und wie man sieht, dauert das viel zu lange, bis ich hier durchkomme, durchs Portal. Das ist schon arg lang. Da müssen wir mal gucken. Wie gesagt, die Welt muss wieder auf den Server. Aktuell, ja, wie gesagt, Philipp gehörte der Server. Ich habe gesagt, wenn er eh momentan nicht mitspielen kann, braucht er den Server nicht zahlen, kann ich es auf dem PC haben, die Karte. Dass es da so lange Ladezeiten mittlerweile gibt, weil die Karte so riesig ist wahrscheinlich, war mir nicht bewusst. Heißt, ich werde mir wohl doch nochmal selber einen Server zulegen müssen bei Zeiten.
Ja, diese Glaskuppel, um uns zurückzukommen, finde ich ganz cool. Ich guck mal, was ich an Glas habe, aber ich glaube nicht, dass wir es so schnell hinkriegen. Moin, Daniel. Wieso, wer ist denn Daniel? Ah, Epic Daniel. Oh, dich habe ich überlesen. Der hat hochgeschrieben. Ja, hey ho, schönen guten Morgen. Entschuldigung. Dich habe ich überlesen gehabt. Sei mir nicht böse. Herzlich willkommen. So, das Laden dauert wieder mal länger. Man kennt es ja. Ja. Man kennt es ja. So, dann sind wir auch schon da. Da, es ruckelt und zuckelt. Bitte stürzt nicht ab. Bitte stürzt nicht ab. Oh, es ist... Die Welt muss wieder auf den Server. Sie muss doch wieder auf den Server. Gut, dann haben wir es jetzt. Also wie gesagt, die Kuppel, wir gucken mal, wie viel Glas wir haben. Aber ich befürchte nicht, dass wir genug Glas haben für so eine Kuppel. Früher habe ich sowas mal gebaut. Ich weiß auch nicht mehr, wie das war mit der Unterwasseratmung dann. Wobei, es gibt ja auch Tränke, glaube ich, dafür. Müssen wir mal gucken, ob... Sowas haben wir bestimmt irgendwo. Sonst gucken wir einfach mal, wie man das herstellt. So, jetzt haben wir 45 Minuten damit verbracht, die Welt zu gucken. Alter Falter. Okay, es war ein Absturz drin, aber das ist schon eine lange Zeit. Sodele. Und dann sind wir zu Hause. Und den U-Bahn-Schacht müssten wir eigentlich auch mal fertig machen. Da sollten wir auch mal gucken. Vielleicht sollten wir den auch mal fertig machen, weil das ist auch immer so eine Baustelle, die nie fertig wird. Ich kann mir vorstellen, sollen wir... Ich mache, glaube ich, die U-Bahn zuerst. Zuerst machen wir, glaube ich, die U-Bahn. Wir haben hier keinen Abstieg, der vernünftig ist. Wir haben hier nichts. Und hier gibt es jetzt zwei U-Bahnen. Warum machen wir hier nicht eine ordentliche Station hin? Hier gibt es ja auch noch eine U-Bahn. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Wie gesagt, da haben wir auch genug zu tun eigentlich. Aber hast du nicht bei der Pyramide Massen an Sand? Naja, wenn ich den ganzen Sand da wegnehme, ist die Pyramide trocken. Ist natürlich ein bisschen doof, lieber Kogi. Wäre ja nicht so gut, da den ganzen Sand wegzunehmen, ne? Da, wo wir den optisch ja auch haben wollen. Auf jeden Fall, achso, das wollte ich zeigen. Guckt mal, das geht bis zur Unendlichkeit darunter. Und da müssten wir nochmal gucken. Da muss noch Licht hin überall und so. Boah, wir haben hier unten auch noch so viel zu tun. Wir haben ungefähr 1 Million Baustellen. Der Brian ist auch wieder am Start und herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Tausender, sagt er. Dankeschön, Dankeschön und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Machen wir weiter so. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Und wir werden, wie gesagt, was haltet ihr davon, wenn wir den Keller machen? Ich mache den Keller. Das nervt mich auch, die Wände und so. Wir müssen das hier mal ein bisschen schicker machen. Jedes Mal muss ich hier hochhüpfen. Wir machen den Keller, wir ruppen das alles raus und machen das jetzt erstmal schick. Wir haben ja hier schon alles schick gemacht und dann sollten wir hier halt auch alles schick machen. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht. Es kann nicht sein, dass das Haus oben hui, unten fui. Ist ein bisschen schwierig. Hier haben wir übrigens, für alle, die es noch nicht wissen, das ist ein Spawner, der spawnt Endermänner. Die werden da geschreddert und wer sagt, Mensch, der Gronkh hat aber erst vor 3 Tagen selber das in seinen... Folgen gemacht. Naja, das ist richtig, nur haben wir das vor, keine Ahnung, was wird ja immer gesagt, boah, das ist alles geklaut. Das haben wir deutlich vorher gemacht, deutlich vorher. Also definitiv nicht von uns geklaut, wenn dann eher umgekehrt. Das würde ich mal ganz klar so unterstellen. Naja, wichtig ist es da gerade nicht drin. Maschine ist ja auch aus, logischerweise. Wir haben hier so viele Setzlinge, die können wir eigentlich auch mal weghauen. Die dürfen wir aber nicht in die Pampa schmeißen, das wäre nicht so gut. Ja, wir gehen mal hoch, wir gucken mal, was wir an Glas haben, wir gucken mal, was wir an anderen Möglichkeiten noch haben. Bau doch ein automatisches Zuckerrohrmaschine aus Redstone. Wer mir... Oh, ich kenne mich mit Redstone aber nicht aus, Malaika. Damit kenne ich mich gar nicht aus mit Redstone. Das wäre eher eine Katastrophe. Ich hau mal die Setzlinge hier rein. Wir werden sie ganz bestimmt irgendwann mal brauchen. Unser System ist voll. Jetzt weiß ich auch, was ich wollte. Unser System ist voll. Rot, rot, orange, alles super. Wir brauchen mehr Festplatten. Wir sollten vielleicht erstmal 1, 2 Festplatten noch bauen. Und wenn wir das gemacht haben, dann... ups. Raumspeicher brauchen wir nicht. 4K wäre größer. Ist dasselbe, nur da ist es anders. Da fehlen die hier. Ach du Heiliger.
Apropos, ich glaube, wir hatten draußen noch was liegen, fällt mir ein. Haben wir das schon fertig gehabt? Wir hatten hier noch Flugskristalle oder so erstellt. Hier war irgendwo eine Pfütze. Oh, die sind fertig. Schaut's euch an. Ach, sind diese Keime? Oh, die sind noch gar nicht fertig. Die sind doch noch nicht fertig. Die müssen noch ein bisschen. 89%. Da müssen wir leider noch ein bisschen warten. Aber ist ja nicht mehr so lang. Ja, seitdem der jetzt nicht mehr auf dem Server ist, ist natürlich da alles ein bisschen problematisch. Man könnte es ja versuchen. Ja, das stimmt. Man könnte es versuchen, aber wie gesagt, Redstone kenne ich mich gar nicht aus. Wir können es mit Redstone gerne mal versuchen, alles zu machen. Aber ich sage es gleich, ich habe null Ahnung. Ich wüsste nicht mal... Ich weiß gerade mal, dass ich eine Redstone-Schnur legen kann. Mehr weiß ich da aber auch gar nicht. Naja, aber in irgendeiner Kiste ein Zeug, was du abgebaut hast, doch Pyramide auch nichts, oder? Was? Naja, aber in irgendwelchen Kisten von dem Zeug, was du in Pyramiden abgebaut hast... Ist auch nichts. Nee, Sand nicht. Sand natürlich nicht. Wir hatten ein bisschen Sandstein. Den haben wir aber ja verwendet für die Wege zur Pyramide hin und so. Ich bin noch lang wieder da, schreibt Quäntchen. Ja, herzlich willkommen. Stimmt, du warst länger nicht da. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Oder irre ich mache... Jetzt verstehe ich nicht, was meinst du damit, Kogi? Habe ich jetzt nicht verstanden. Ich muss mal ganz kurz gucken. Im Chat ist jetzt natürlich ein bisschen mehr. Keksmon ist auch wieder am Start. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Und The Crazy Crafter schreibt, HGW zu 1000 Abos. Dankeschön, Dankeschön. Begrüßt habe ich dich ja schon. Wir gucken mal gleich nach Sand. Wir gucken mal nach diesem Unterwasser-Ding, könnten wir ja wirklich mal machen. Automatische Zuckerrohrmaschine ist das Einfachste, was man automatisieren kann. Ja, mit den Mods kann ich das recht schnell, Matti, aber nicht mit, es war ja die Rede von Redstone. Ich kenne mich mit Redstone null aus. Ich habe damit noch nie gebaut. Neben mir stand gerade voll süße Welpe. Ah, okay, auch nicht schlecht. Bau einen Pizzaofen. Schreib bei Kui. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Schönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Nee, das kriegen wir nicht in den Pizzaofen, glaube ich nicht. Ja, das auch nicht, mein Bruder. Nee. Oh, dein Bruder, drei Zutzen, eine gute Besserung an den, lieber Lukas. Richt dir mal eine gute Besserung aus. Was für ein Mod ist das? Bye Queen, das steht in unserer Steam-Gruppe. Unten steht Sendeplan in der Beschreibung. Wenn du unter dem Video gehst, da steht Sendeplan. Da drückst du mal drauf und dann oben auf Ankündigung. Da findest du die ganzen Mods. Alle aufgelistet und da ist alles. Habe ich einmal gemacht. Die Farm hat auch funktioniert. Nur mein großer Bruder hat sie wieder, hat die Welt gelöscht. Ja, das ist natürlich ärgerlich. So, Malaika muss auch wieder auf. Ja, dann ciao. Ciao. Was wollte ich jetzt machen? Achso, die Keime. Jetzt können wir wieder... Warum bin ich eigentlich hochgegangen? Wir haben hier umgebaut. Sand. Wir gucken mal, was wir an Sand haben. Ja, ich sag's ja. Sand haben wir nicht wirklich viel. Damit werden wir nichts reißen können. Dann, wenn ihr das unbedingt wollt, dann gehen wir jetzt Sand farmen. Ist ja nicht schlimm. Wir können ja auch farmen. Und wir machen mal Folgendes. Wir machen mal Folgendes. Fisch-Sandwich. Der muss gleich weg. Gitti. Bloß weg damit. Am liebsten in den Müll schmeißen, aber der Fisch hätte mir leid getan. Das ist das Problem. Wir haben jetzt ja ein klitzekleines Problem mit dem Atlas. Also der funktioniert zwar, aber wir haben hier oben auch noch Sachen gehabt. Da müsste ich mal überall hinporten. Wo da was ist, das kriegen wir auch hin. Da mache ich mal alle an. Hier 49 Punkte haben wir mittlerweile. Baumhaus haben wir, Giftsee, weil wir hatten hier oben, ich komme leider nicht weiter raus, hier oben war auch ein Dorf bei der Wüste und wir hatten auch noch ein Wüstendorf an sich. Warum sind hier keine Punkte? Alle an. Okay, haben wir hier oben keine Punkte mehr gehabt, haben wir die gelöscht gehabt. Das kann natürlich sein. Hier haben wir ein Dorf. Also wir porten uns mal zu diesem Dorf hier hin. Das müssen wir halt jetzt mal rausfinden. Das ist das hier. Ich gehe mal Game Mode 1.
Okay, Gleiter haben wir auch. Einfach nur, falls wir, wo sind wir? Wir sind in nichts. Ich glaube, die Welt baut sich noch auf. Zumindest hoffe ich das. Ich sehe gar nichts. Fackel hilft auch nicht. Ein Daisy und so und so weiter. Bitte. Ah, wir müssen mal gucken. Chat kann ich gerade nicht so gucken. Wir müssen mal gucken. Jetzt habe ich hier Mist. Das ist Mist. Ich hoffe, dass wir wieder zurückkommen. Lager, Dorf, Porten. Philipp. Okay, 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 okay. Zumindest haben wir hier was. Okay, also das wäre Philipp. Ich würde halt ungern diese Wüste hier vorne nehmen. Wir haben hier noch ein Dorf. Da könnten wir uns auch nochmal hinporten. Wie gesagt, eigentlich gucken wir uns anders, aber das ist ein bisschen damaged. Ich glaube, der braucht nur so lange, die Welt zu generieren, weil, wie gesagt, es ist kein Server mehr. Leider kein Server. Stimmt, mit einem Redstone, ach so, und so weiter und so fort. Was haben wir hier noch? Ich durchfliege mal so ein bisschen den Chat. Bis gleich, muss off. So. Habe ich was Wichtiges verpasst? Keksmon sagt, er war sehr lange nicht mehr da. Ja, das ist natürlich schwierig. Wie soll ich das sagen? Ich weiß ja nicht mal, wann du da warst. Generell würde ich sagen, ja, man hat dann wohl eine Menge verpasst. Wenn man lang nicht da war. Oh, bitte stürz nicht ab. Also definitiv, definitiv muss die Welt auf dem Server. Das ist nicht so lustig, wie das gerade ist. Habe ich hier nicht irgendwo auch einen Handelsding gehabt? Hier ist ein Schmiede, aber die haben wahrscheinlich schon geplündert. Würde mich nicht wundern. Bestimmt nur noch Schrott drin. Gar nichts drin. Ja, ganz super. Das läuft ja hier. Ah, hier haben wir auch unseren Handelsdingsterbumster. Den können wir mal mitnehmen. Da sehen wir, wie die handeln wollen. Und was die geben. Das sieht aus nach Kiwi. Ich bin mir gar nicht so sicher. Es ist Kastanien sogar. Ja, auf jeden Fall können wir da mal gucken. Den können wir mal mitnehmen. Okay. Okay. Dann machen wir das anders. Es ist zum... So, dann holen wir uns den so wieder. Den haben wir natürlich erbaut gehabt. Ich habe vergessen, dass ich in Game Mode bin, dass ich nicht sterbe, falls wir in der Erde sind. So, ich muss mal gucken. Wir hatten hier aber noch mehr. Wir hatten hier noch mehr Portpunkte. Mit dem Schild. Und das war definitiv hier oben irgendwo. Pferd und Esel sind da. Spalte, Baumhaus, Ton. Da ist die Arena gewesen und das war hier oben irgendwo, Dorf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier irgendwo war. Hier ist ein Dorf. Ich glaube, in diesem Dorf waren wir. Hier sind nämlich zwei Dörfer zusammen. Hier ist ein Wüstendorf. Und hier müssen wir uns hinporten, prinzipiell. Und der Portpunkt ging ja nicht. Dorf in Lila. Wir probieren's. Wir probieren's in so ein Purpurrot. Wir porten mal. Ich lese, wir gucken an, wir lassen ihn laden. Es dauert wahrscheinlich einfach. Ah, es hat geklappt. Sehr schön, es hat geklappt. Dann können wir wieder aus dem Pussy-Modus rausgehen. So, jetzt können wir hier weitermachen. Sie kommen wieder. Was da? Ich bin so blöd. Ich habe... Ja, ist natürlich schlecht. Ich brauche einen Tipp. Meine Freunde rauchen alle. Sie fragen mich, ob ich will. Das nervt. Soll ich ihn aus dem Weg gehen oder nicht? Hallo Terra, herzlich willkommen. Nein, Teamspeak haben wir nicht. Schönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Lukas, wenn dich zum Rauchen zwingen wollen, sind die schlechte Freunde. Wenn dich immer nerven, wenn die nicht akzeptieren, dass du sagst, nee, ich will das nicht, dann sind das keine Freunde. Freunde sind was anderes. Ganz ehrlich, die respektieren das. Na, die können ja rauchen.
meinen Augen ist es eh dumm, reine Geldverschwendung. Früher haben die Jugendlichen noch gedacht, dass sie cool sind. Mittlerweile sagt man, dass die Jugend im Kopf weiter ist und weiß, dass das sehr ungesund, schädlich ist und nur Geld kostet. Ja, natürlich sagt man ihnen da ein bisschen mehr Besonnenheit nach, aber natürlich gibt es immer ein paar, die das machen werden. Aber der Großteil der Jugendlichen raucht ja nicht mehr. Es ist ja nicht mehr cool zu rauchen und so und dementsprechend lasse ich da auch nicht unter Druck setzen. Also selbst wenn die sagen würden, das ist cool, es ist totaler Schwachsinn, denn es ist verpönt unter Jugendlichen. Oder jungen Erwachsenen, muss man ja sagen. Sag, du willst nicht, dann lass uns die meisten. Genauso sehe ich es auch. Ja, lass deine Freunde rauchen, macht krank und tot. Ja, und es kostet eine Menge Geld, Freunde. Es kostet eine Menge Geld für gar nichts. Dafür, dass du mal einen Glimmstängel anhast. Oh, wie toll ist das denn? Ganz ehrlich, das ist mega uncool. Ich würde es halt auch nicht machen. Zieh da nicht reinreden. Und wie gesagt, wenn sie sich da versuchen, irgendwo hinzudrängen, dann musst du halt sagen, das sind keine Freunde. Auf Wiedersehen. So, jetzt haben wir hier den Punkt nämlich auch. Das ist das, was ich meine. Die müssen wir uns wieder erarbeiten. Ist ein bisschen doof, aber gut, was soll's. Den haben wir jetzt ja. Und dann würde ich sagen, porten wir uns wieder zurück. Wir nehmen aber nicht dieses Portal, sondern das. Und dann fangen wir an zu bauen. Nee, ich wollte ja Sand. Ich wollte Sand. Wir sind ja aus dem Game-Modus raus. Hier können wir Sand klauen, so viel wir wollen. Hier ist mir egal. Darum ging's ja.